Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blind Life hier mit einem neuen Video. Ich hoffe, der Blind Life Family, also euch, geht es gut. Heute geht es wirklich auf große, große Reise. Heute ist es ein emotionales Video, denn wir machen eine Zeitreise 10 Jahre zurück. Wir gehen dorthin, wo sich alles bei mir verändert hat. Durch mein Auslandssemester habe ich einen neuen Bezug zu meiner Sehbeeinträchtigung bekommen. YouTube-Kanal ist dadurch entstanden. Also wir gehen unter anderem mit zu den Wurzeln heute. Also jetzt geht es erstmal auf große Reise. Knapp 100 Kilometer ab nach Bursa. Machen wir das Tor auf. Und jetzt geht es ab nach Bursa. Die große Reise haben wir jetzt hinter uns. Wir sind jetzt hier im Kent Maidan. Hier war ich nämlich 2010 bis 2011, also ein Semester lang. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt in Richtung meiner alten Wohnung, da, wo sich vieles in meinem Leben geändert hat. Ein halbes Jahr lang habe ich bei den sozialen Dienstleistungen und Kinderschutzinstitutionen gearbeitet und für Rechte mit Menschen mit Behinderung. War ein sehr prägendes Erlebnis. Zur damaligen Zeit habe ich keinen Stock und nichts genutzt. Ihr könnt es schon sehen, super, super durcheinander die Straßen. Alle Menschen laufen über Rot und ähnliches und ja, ich will euch das heute mal ein bisschen zeigen. Viele, viele Jahre hat es gedauert, dass ich wieder hier hinkommen kann und jetzt suchen wir mal meine alte Wohnung. Ich hoffe, ich finde sie, also kommt mit. Wir sind gleich da, wir haben noch eine Straße zurückzulegen. Hier ist auf jeden Fall ein großes Gebäude, das ist so ein Government-Gebäude, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier auf der anderen Straßenseite bin ich da mit einem Taxi manchmal Richtung Arbeit gefahren bzw. bin angekommen. Und jetzt müssen wir hier nur noch geradeaus gehen und dann links rum. Dann hoffe ich, dass ich da an der richtigen Straße bin. Jetzt bin ich an der Straße angekommen. Mit ganz knapp noch mal ein Auto vorbeigefahren. In diese Richtung müssen wir jetzt hoch. Ich weiß noch ganz genau, hier gibt es nicht wirklich richtige Straßen, sondern irgendwie alles ist kaputt und Müllcontainer stehen im Weg. Mal sehen, wie das Ganze ist. Da haben wir auch schon das erste Problem. Das hier ist ein Gehweg und hier steht eine Mülltonne. Und diese Mülltonne steht hier schon seit Jahren. Das heißt, an dieser Mülltonne habe ich mich unter anderem immer ein bisschen orientiert, weil ich wusste, da ist eine Mülltonne, da geht es nicht weiter. So, jetzt gehen wir mal hier Richtung Straße. Und da vorne, was ihr seht, das ist ein Maklergebäude, beziehungsweise das war damals der Makler, wo ich hingegangen bin, um dann einfach hier dann relativ schnell und problemlos eine Wohnung zu organisieren. Das war mega genial. Und da vorne ist mal die Straße, also gehen wir da jetzt mal rein. Genau, da rechts ist das sogenannte Ortsamt und hier geht es jetzt in meine Straße rein, aber ich warte mal kurz. Da kommt, glaube ich, ein Auto. Hier links war ein Brotbäcker, ich weiß nicht, ob das immer noch der Brotbäcker ist. Und hier geht es jetzt quasi in meine Straße rein. Und das hier ist der Brotbäcker. Ist das ein Brotbäcker, Sammy? Ja. Hier habe ich dann immer mein Brot geholt. Und jetzt bin ich hier in der Straße, diesmal mit Stock. Damals, vor 10 Jahren, bin ich hier ohne Stock immer entlang gelaufen. Und hier gibt es kaum Gehwege, total eng, nicht barrierefrei. Und das war wirklich so das halbe Jahr, was mich dazu gebracht hat, über meine Sehbeeinträchtigung nachzudenken, zu verstehen, was sehe ich eigentlich oder was sehe ich eigentlich nicht. Ich habe früher nie einen Stock benutzt. Ich habe früher mich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Und jetzt, so lange wieder hier, ist echt genial. Ich frage mich, wo meine Tür ist. Die ist, glaube ich, noch weiter oben. Da kommt ein Auto. Oh mein Gott. Eieieiei. Seht ihr das? Gehweg ist hier nur ein paar Meter. Also ein Meter oder so. Können wir weitergehen? Ja, ne? Okay. Und ich glaube, hier irgendwo... Ist hier rechts eine Stange oder so? Ich suche eine Stange. So eine Licht... Wo Licht... Okay, dann. Vielleicht könnte das dann meine Eingangstür sein. Oh. Okay. Oh. Da kommt schon wieder ein Auto. So, könnt ihr weitergehen? Ah, okay. Kommen wir nicht weiter. Also dieser Gehweg ist wirklich ein halber Meter oder so breit. Ich glaube, du stehst genau beim Eingang. Genau. Also hier, komm ruhig zu mir. Hier hinter mir in diesem Eingang, hier habe ich dann damals gewohnt. Und zwar ganz, 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 ganz oben. 90 Quadratmeter Wohnung für mich selbst. Und jetzt gehe ich hoch quasi den Weg, den ich früher immer zur Arbeit gegangen bin. Es ist schon schön, nach Jahren wieder an den Ort zu kommen, der dich, ich sag mal, ins Positive verändert hat. Ich habe mich damals, als ich in die Türkei gekommen bin, also davor und auch währenddessen erstmal gar nicht mit dem Thema beschäftigt, was das heißt,
ja, schlecht zu sehen. Also ich bin hier im Dunkeln die Straßen entlang, im Hellen, bei Regen, bei Unwetter, bei allem. Und natürlich ist mir bewusst geworden, dass ich absolut schlecht sehe und dass ich teilweise, ja, in Gullideckel und was auch immer reingefallen bin. Und diese 6 Monate haben quasi dazu beigetragen, dass ich angefangen habe, in diesen Straßen, die jetzt für viele Menschen wahrscheinlich hässlich aussehen, keine Bürgersteige, nichts. Aber für mich war das halt so, dass mir das Ganze die Augen quasi geöffnet hat. Ha, was für ein Wortwitz. Jetzt mal gucken, ob dein Auto kommt. Dein Auto, nee, da ist gar keine Straße. Na, und ich bin jetzt da, wo ich bin. Wäre ich nicht im Auslandssemester hier, dann hätte ich das wahrscheinlich alles gar nicht so durchlebt. Okay, natürlich ist nicht nur das Auslandssemester hierfür zuständig, aber das war maßgebend. Also Studienbeginn und das Auslandssemester waren die 2 Punkte plus das Hilfsmittel, also eine schlechte Hilfsmittelausstattung, die mich dazu gebracht haben, extrem über meine Sehbeeinträchtigung nachzudenken und unter anderem den YouTube-Kanal und Ähnliches zu öffnen. Wir sind gleich an der Hauptstraße und da gab es ein Problem. Da gab es eine Straßenüberquerung, die nicht barrierefrei war. Da gab es auch keine Ampel. Da musste ich immer rüber und ich bin jedes Mal rübergegangen. Ich werde diesmal gucken, ob ich irgendwo vielleicht eine Ampel oder so finde. Ansonsten, puh, ja, wird's lustig. Wow, ich wurde gerade hingewiesen von Jasmin und Sammy, dass hier ein Leitstreifen ist. Ja. Also folgen wir diesem Leitstreifen mal und hoffen, dass wir die Straße überqueren können. Hier ist der Leitstreifen jetzt zu Ende. Wow, wir sind gerade mal 50 Meter gegangen und das war's. Wir müssen jetzt über die Straße. Eigentlich hier rüber, das habe ich früher immer gemacht. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Wir gucken, ob wir eine Ampel oder so finden. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier rüber. Wir müssen aber warten, ob ein Auto anhält. Das ist das Problem. Auto hält nicht an. Vorsicht, Vorsicht. Oh. Ja, danke. Danke. Yes, ein Auto hat angehalten. Ja, ja. Oh, ein Auto hat angehalten. Mein Gott, mein Herz, ey. Puh, die erste Hälfte haben wir geschafft. Müssen wir da nochmal rüber. Da war nämlich auch. War da ein Zebrastreifen, Sammy? Da war nichts. Da war nichts, okay. Hier müssen wir auch rüber, ne? Wie kommen wir denn hier rüber? Hier ist auch ein Kleinbaum. Okay. Ich fahr mal kurz die Kamera weg, hier will ich lebend rüberkommen. So, wir haben es rüber geschafft. Meine Güte. Puh. Hier ist auch wieder ein Leitstreifen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen statt einwärts, ab ins Zentrum. Mal sehen, wie oft der Leitstreifen blockiert wird. Sammy hat eine interessante Information, denn dieser Leitstreifen, den hatte ich ja damals nicht, 2010, 2011. Und du hast was gesehen? Ja, ich habe eine Information daraus. Auf dem Boden steht, dass zum Beispiel das in 2013 gemacht wurde. Zeig mal, kannst du das zeigen, wo das steht? Ja, hier. Da ungefähr. Vielleicht seht ihr das. Jetzt bin ich hier im Zentrum oder in eines der Zentren, wo man auch, ja, wo ich jedes Mal essen war, meistens Fast Food. Aber kurz die Frage, wie kam ich überhaupt auf die Idee, hier Praktikum zu machen? Ich hatte die Möglichkeit in Amerika, in England, aber naja, meine Wurzeln sind ja aus der Türkei, also von meinen Eltern, und ich wollte quasi unbedingt mal das Land kennenlernen. Und dann dachte ich mir, warum soll ich nach England oder Amerika oder wohin auch immer, sondern ich kann ja mal einfach in die Türkei kommen und kann ja einfach hier mal mein Praktikum machen. Ich habe mich überhaupt nicht mit dem Thema Blindheit und Sehbeeinträchtigung beschäftigt und habe eher gekämpft mit der Universität, weil die Universität nicht wollte, dass ich in die Türkei gehe. Muss ich damit kämpfen, statt mich mit meiner Sehbeeinträchtigung auseinanderzusetzen und zu sagen, was brauche ich denn eigentlich hier? Und somit bin ich nur mit einem Monokular und einer Handlupe in die Türkei gekommen. Hier irgendwo in eines dieser Seitenstraßen war meine Arbeit. Das Problem ist, ich finde sie auf Google nicht und ich finde sie so irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich habe die Straße gefunden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gehen wir mal hier kurz ein paar Meter entlang. Ich glaube vorne rechts irgendwo. Oh. So. Hier gehen wir. Sammy? Ja. Ist da vorne irgendwas wie Il Socialismo oder so? Da ist sowas, ne? Da steht was. Lass mal hingehen. Ja, mal gucken. Lass mal hingehen. Da steht was. Glaube ich hier irgendwo vielleicht. War die Chujuk-Ebene? Ah. Warte, warte. Vielleicht war das hier. Es passt perfekt mit dem Ruf zum Gebet. Genau das hier ist die Stelle. Ich habe es jetzt gefunden, ohne Google Maps, ohne nichts. Hier habe ich quasi damals gearbeitet. Ich zeige euch nochmal den Eingangsbereich. Hier ist der Eingangsbereich.
Hier habe ich gearbeitet. Ein halbes Jahr lang bin ich hier jeden Tag zur Schule, zur Arbeit gekommen. Ich hatte viele positive Erlebnisse. Ich hatte aber auch viele, viele negative Erlebnisse. Also, ja, sehr schön. Jetzt habe ich das erreicht in einer Millionenstadt. Sehr schön. Sehr schön. Nachdem ich jetzt einige Minuten mit mir verbracht habe hier in diesem Bereich, ein paar Erinnerungen aufgearbeitet habe, wie gut das war, aber wie schlimm das auch teilweise war. Also da kann ich euch auch noch Stories erzählen, wie wenn du deinen Schwerbehindertenausweis haben möchtest, musstest du in den dritten Stock hoch, ohne Fahrstuhl, ohne nichts. Ach, da gab es echt verrückte Dinge. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich hier gewesen bin. Ich bin froh, dass ich es gefunden habe. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Es war sehr wertvoll für mich, hier gewesen zu sein, nach 10 Jahren. Der ganze Prozess hat 10 Jahre gedauert. Ich habe 11 Jahre studiert. Sehr lang, ich weiß. Darüber rede ich auch nochmal, wenn ihr das Ganze denn möchtet. Weil ich habe in meinem Studium so viel über meine Sehbeeinträchtigung gelernt, so viel gelernt, was ich für die Inklusion machen muss, warum ich diesen YouTube-Kanal mache. Im kleinen Rahmen kriege ich von euch, von der Blind Love Family, immer sehr gutes Feedback und ich habe auch schon Leuten geholfen. Das ist mein Beitrag zur Inklusion. Ja, wir machen weiter und ich denke mir noch andere Projekte aus. Auf jeden Fall war es das erstmal für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Jeden Sonntag um 18 Uhr, neues Video.